Jo Leute, was geht ab und willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal Matendo und zu einem neuen Let's Play und zwar Super Mario Maker 2. By the way, das wird ein endloses Projekt. Den Abenteuermodus, den hebe ich mir nämlich für Streams auf. Das heißt, den werde ich in diesem LP nicht spielen, weil der quasi so mein Streaming-Projekt ist. Wenn ich dann mal streame. Das heißt, wir werden ganz normal Level aus aller Welt spielen. Aber bevor wir natürlich Level von anderen Usern spielen, will ich euch natürlich ganz fix meine Level mal zeigen. Die sind, wie soll man sagen, nicht unbedingt leicht. Das erste, da hat zum Beispiel eine Abschlussrate von 1,44% und Super Kaizo World hat sogar eine von 1,19%. Wir spielen das Level und dann gucken wir mal nach, wo denn die User alle so gestorben sind. Dass vielleicht auch die User, die das Level gespielt haben, vielleicht auch dieses Let's Play sehen. Dass sie es im Nachhinein vielleicht doch noch schaffen können. So. Harder Than You Think ist das erste Level. Und es ist im Super Mario Bros. U-Stil. Zu Beginn erstmal hier ein kleiner Long Jump übers Wasser. Jetzt nichts Spektakuläres. Dann geht man hier in die Röhre rein. Und hier landet man auf einem grauen Block. So. Jetzt sieht man, wie die Lavaflut steigt. Jetzt folgendes, man muss das Trampolin, muss man hier gegen werfen und dann im richtigen Timing da drauf hüpfen. Und damit wäre halt die erste Section, die schwierigste Section tatsächlich schon geschafft. Hier in die äußeren Blöcke würde ich euch nicht empfehlen reinzugucken. Aber ich zeige euch trotzdem nochmal, was genau da drin ist. Also jetzt, dass ihr Bescheid wisst, dass es da, das findet sich in den Blöcken. Okay. Jetzt kommt hier ein Jump, genau. Und jetzt darf ich möglichst nicht... Ja, ich habe das Trampolin natürlich verloren. Das heißt, ich muss es so versuchen. Und tatsächlich habe ich es geschafft. Und hier ist ein Schlüssel. Den wird man gebrauchen. Und zwar fliegt man jetzt hier runter und landet hier. Und den Schlüssel kann man für die Tür benutzen. Noch ein paar Bumper und man ist im Ziel. Also... Wenn man dann die ganzen Tricks, sage ich mal, kennt, zumindest den Trampolin-Trick, den man halt anwenden muss, ist es nicht schwer. Also ist es wirklich easy. Okay, gucken wir mal nach. Wo sind die ganzen User gestorben? Alter Schwede, ich hab's mir fast schon gedacht, ne? Ach du Scheiße, wie viele sind da gestorben? Oh mein Gott. Okay, also hier sind echt sau viele Versuche flöten gegangen. Ist hier... Bei dem Jump ist keiner flöten gegangen? LOL, als ob. Okay, krass. Okay. Dann wechseln wir mal wieder im Bereich. Hier unten ist einer gestorben. Lel. Ne, hier unten ist auch keiner gestorben. Dann würde ich sagen, machen wir mit dem zweiten Level weiter. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe selber keinen Bock auf das Level. Und, ich habe gar keinen Bock. Ich habe gar keinen Bock. Hier ist ein Hammerbruder drinne. Das heißt, ich würde euch nicht empfehlen, da reinzugucken. Und hier ist der Pilz. So. Für alle die, die jetzt denken so, kein Bock auf den Pilz. Hier ist auch noch einer. So, also, mit den Pilzen habe ich nicht gespart, sagen wir es so. Also ich glaube, es sind zwei Pilze versteckt und zwei offensichtlich. Was haben wir hier drinne? Ja, genau, hier haben wir nur Münzen. Nein, ich habe gar... Oh, scheiße, ich habe die Bahn vergessen. Ja gut, und hier oben würde ich euch auch nicht empfehlen, reinzugucken. Da ist ein Kettenhund drinne. Ich sag's so, ein großer Kettenhund. Ich glaube, wenn ich in die Röhre reingehe und wieder, dann müsste die Bahn wieder da sein. Und ja, man ist, also, wenn man jetzt das Level nicht unbedingt kennt, dann ist man anfangs ganz schön in Zeitdruck, weil das Level zieht sich schon ein Stück. Bin ich ganz ehrlich, das Level zieht sich ein Stück. So. Hier kommt der Hammerbruder. Okay, jetzt darf ich hier nicht gehittet werden. Weil da oben ist ein Lakitu. Und der wirft den natürlich genau da drauf, auf meinen Kopf, Alter. Digga, was willst du? Hau ab. Hau ab. Okay. Tschüss, die Hammerbruder. Oh Gott! Bitte. Bitte verreck einfach. Ciao. Okay, gehen wir hier rein. Jetzt sind wir wieder hier und jetzt müssen wir uns beeilen. Weil ich habe keinen Bock, das Level nochmal restarten zu müssen.
habe ich echt keinen Turn drauf, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht, warum ich das Gefühl habe, aber irgendwie scheint es immer mal... Ja, die ganze Scheiße nochmal von neu. Gut, jetzt kommt die Kettensäge. Und da oben! Ja, da musst du nämlich draufjumpen. Ja. Nein, du Drecksau, Alter. Du Drecksack, Alter. Oh Gott. Oh Gott. Ach komm, ernsthaft. Komm, ey. Spring doch auf den Block und prall nicht daran ab, du Keck. Drüber springen und drauf. Ach komm, als ob die Fotze mich wieder zerquetscht hat. Oh nein. Oh nein. Weg. Tschüss, du Bastard. So, jetzt. Ja, jetzt kommt das hier. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Scheiße. Oh, shit. Let's go. Ja. Hier ist nix. So, jetzt sind wir hier. Wenn man hier links rangeht, ist hier ein versteckter Pilz. Damit kann man arbeiten. Oh Gott. Jetzt ist hier so eine Wippenplattform, aber gut, juckt. So, dann kommt hier eine Bumper-Szene. Und hier einfach einen weiten Jump machen. Weil hier sind, ja gut, ne? Und ich sag mal so, ja gut, hier ist das Ziel. Wie gesagt, wenn man es einmal kann, ist es halt gar nicht so schwer. By the way, vielleicht mache ich im Laufe der nächsten Parts mal die Endlos-Herausforderung und gucke nach, wie viele Level ich schaffe. Sagen wir es so. Ach komm, Japaner-Level sehen immer gut aus. Ich kann halt einfach so gar nicht Japanisch. Oh Gott. Ach Gott! Alter, fick mein Leben. Oh mein Gott. Okay, aber das ist möglich. Das ist möglich. Ich muss einfach schnell durchziehen. Oh Gott. Tschüss. Oh ho ho. Digga. Übertreibt eure Lage nicht. Bitte lasst hier ein Pilz drin sein. Oh, die Japaner gönnen mal. Es ist mal ein Pilz drin. Warte, was? Ach du Scheiße, das habe ich gar nicht realisiert. Oh Gott. Ja, genau. Mann. Ich hab schon am längsten B gedrückt, solange ich konnte. Digga, das Level ist komplett crazy. Digga, wie, Alter? Erzähl mir das. Die Nintendo Wii ist... Nein, erzähl mir nichts von der Wii. Ich will wissen, wie das Level geht. Jetzt. Ja, jetzt. Ja. Let's go. Okay. Die Section wäre geschafft. Nein, Bob Oms. Nein. Ach komm. Ey, was? Olle. Oh, lüll. Lülz. Oh, yo. Okay, ich muss mir merken, immer die 5 Platten. Ach komm, ich hab doch... Oh! Weil dieser scheiß verfickte Joy-Con-Knüppel einfach manchmal nicht worked, Alter. Ich kann 5 Sekunden vorher, kann ich nach rechts gehen. Macht einfach nichts. Macht einfach gar nichts. Manchmal muss ich dann in die verfickte Wichse reinpusten, damit es wieder funktioniert. Weil da angeblich irgendwelcher Kackstaub drin ist, der auf den Kontakten ist. Ja, ja, ja. So, warte. Ich bin sogar am Überlegen, langsam echt mit fucking Steuerkreuz zu spielen. Ach komm, was ist das denn? Nein, nicht gut. Absolut nicht gut. Ach komm, als ob. Oh, yo, Alter. Jetzt geht's ab. Was ist hier? Oh, wow, ihr schenkt mir ein One-Up. Oh, das ist aber nett. Oh mein Gott, seid ihr nett. Kein Bock mehr auf das Level. Tschüss. Das war's für den Part. Lasst ein Like da, sofern es euch gefallen hat. Gebt ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Aktiviert die Glocke, um die Videos mit als erstes zu sehen. Schreibt Feedback in die Kommentare. Schreibt in die Kommentare, ob ihr die Level geschafft hättet. Meine Fresse. By the way, ihr könnt mir, wenn ihr im Discord-Server drin seid, oder beziehungsweise Super Mario Maker 2 habt, könnt ihr mir die Level-ID auch zum Beispiel auch über Instagram-DM, über Twitter-DM oder halt, wie gesagt, über Discord, könnt ihr mir eure Level-IDs schicken und ich werde sie dann in den nächsten Parts spielen. Und werde mein Bestes versuchen, sie auch abschließen zu können. Nicht so wie dieses Japaner-Level. Gut, das war's von mir. Man sieht sich im nächsten Part. Bis dahin. Ciao.